meine Angst mit Stromstößen aus meinem Leib zu treiben. Irgendwann war ich zu schwach, um Angst zu haben. Also blieb ich ruhig. Ein sanftes Wesen. Sie sollte mit mir eine Nummer im Zirkus aufführen. Sie kam mich besuchen. Ich liebte es, ihre Stimme zu hören. Ihre sanfte Stimme, sie war das einzigste Positive in meinem Leben. Sich wie nie zuvor. Und da sagte ich es, das Wort, das mein Leben für immer änderte. Ismael. 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 Ich wiederholte es und wiederholte es unzählige Male. Inzwischen versammelt sich das ganze Zirkuspersonal in meinem Käfig. Und so nahm mein Schicksal seinen Lauf. Ich wurde verschleppt von Sprachschule, von Lehrer zu Lehrer und verwandelte mich langsam in einen Menschen. Inzwischen kann ich seit 35 Jahren fließend sprechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich es vermisse, ein Affe zu sein. Ich muss doch glücklich sein, hier in eurer Gesellschaft. Ich bin kein niederes Wesen mehr. Ich werde jetzt nicht mehr gejagt, einfach nur aus Vergnügen, nur noch wenn Krieg herrscht. Ich habe die Menschen studiert. Man kann sie beschreiben aus der Sicht der Tiere, doch mit der Intelligenz eines Menschen. Eine Rasse. Eine Rasse, die sich in verschiedene Rassen aufteilt. Alle gleich, doch so unterschiedlich. So viel Liebe. Doch eine Angst, die zum Hass treibt. So unglaublich und ungemein verständnisvoll. Doch die Gier nach Anerkennung treibt zu grausamen Taten. Fahrt in den Kongo. Unzählige von Affen müssen ihr Leben lassen, weil ihr Mineralien braucht für eure Computer und für eure Handys. Dann gründet ihr eine Tierschutzorganisation und postet mit genau diesen Handys Bilder von toten Affen. Dagegen und merkt gar nicht, dass ihr alle Teil dieses grausamen Systems seid. Versucht euch gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben. Seid so damit beschäftigt, eure Seele reinzuwaschen, dass ihr gar nicht merkt, wie tief ihr euch in den Abgrund eurer Seele manövriert, euch selbst.
ihr postet auf Facebook, dass eure Kinder verlernt haben, Baumhäuser zu bauen. Und stattdessen nur noch mit ihren Handys spielen. Das postet ihr mit euren Handys. Ihr lebt dieses Leben vor. Nehmt doch eure Kinder an die Hand. Zeigt ihnen, wie man ein Leben lebt. Junger, ihr wollt eure Familie in Sicherheit wissen. Ihr seid alle gleich. Fragt euch, was ist der Sinn des Lebens? Vielleicht. Das Gemeinsame in euch zu finden. Nicht der Tiger ist böse, der seine Beute jagt. Denn er kann dies nicht in Frage stellen. Über die Erde zu legen. Schaut mich an. Mit reumütigen Augen. Und hilflos. Das wird mich nicht retten. Seid der Meinung, dass ich Glück habe, unter euch zu leben. Ich sehne mich nach Liebe, genau wie ihr. Doch mich mit einem Menschen zu paaren, das ist unmoralisch. Und ein Affe ist mir inzwischen zu primitiv. Ich kann keine Äpfel mehr lieben. Was habt ihr aus mir gemacht? Ihr habt mir den Sinn meines Lebens geraubt. Ich lebe nur noch, weil ich Hoffnung habe, dass meine Worte irgendetwas in euch bewirken. Ob mein Leben wieder einen Sinn bekommt, liegt ganz allein in eurer Hand. Nehmt die Flüchtlinge an der Hand. Und zeigt ihm, dass ihr alles, was ihr zum glücklichen Leben braucht, im Überfluss habt und es mit Liebe teilt. Und habt keine Angst mehr davor, dass der Teil eurer Nahrung, der im Müll landet, euch weggenommen wird. Der Mensch ist nicht mehr wert als ein gutes Wort. Und Religion ist die Suche nach einem gemeinsamen Weg. Es gibt keine Last zu tragen, wenn man sich das Gewicht einteilt, aufteilt. Macht mich müde. Lasst mich schlafen.